Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Cold Fusion. Ich habe große Angst und ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Kennt ihr Cold Fusion wahrscheinlich nicht, weil das Spiel uralt ist und es ist zu laut, glaube ich. Erschreckend. Okay, sind wir bereit für dieses Spiel? Nein, ich bin nicht bereit für dieses Spiel. Ich kann das nicht. Soll ich ein bisschen dunkler noch machen hier? Ich könnte das Licht ausmachen, aber dann ist es vorbei. Boah, jetzt kann ich auch nicht mehr für. Jetzt kann ich für nichts mehr haften. Jetzt wird, also wenn jetzt irgendwer hier noch, wenn jetzt irgendwer Angst hat, dann tut's mir leid. Dann kann man nichts machen. Ist jetzt offiziell Stream ab 18. Das heißt, gleich gehen auch dann Moment, Erotik ist verboten, ne? Gibt keine Erotik heute leider. Solange Twitch das verbietet, werde ich mich nicht ausziehen. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, ich werde mich nicht ausziehen. Okay, wir haben den Kontakt mit Genie verloren. Okay, es geht zu schnell, ich kann nicht lesen. Ich muss selber nicht lesen. Also es ist so, ich sag mal die Grundregel, wenn wir am Nordpol sind, wenn du dich gerade am Nordpol befindest und du bist auf einer Mission und bei dieser Mission sind solche Bretter davor gemacht und die Tür geht einfach von alleine auf, dann ist die goldene Regel, geh nicht in das fucking grusige Haus. Wenn du an der Arktis bist, geh nicht in das grusige Haus, wo offensichtlich hinten Blut liegt oder so. Wir gehen schön wieder Richtung Eisbärfarm, in die Richtung. Kamera ist full trash, ich weiß, dass die Kamera full trash ist, sorry. Ich krieg's nicht in den Griff. Aber immerhin sagt jemand klare Oh nein! Scheiße! Die Tür ist zu! Und sie geht nicht mehr auf! Scheiße! Weil ich zurückgegangen bin, ist das. Ich mach das jetzt klar. Jetzt geht die Tür nämlich zu und jetzt geht sie nämlich nicht mehr auf. Und da sind Blutspuren. Das sind Blutspuren. Ich hab nur keine Angst, dass irgendwas plötzlich mir entgegenkommt. Ich kann das nicht. Ich vertrag das nicht. Rein da. Diesmal gehen wir rein. Besser. Ja, vielen Dank. Da liegt jemand. Ah! Scheiße, Leute. Ich glaube, ich kann das nicht spielen. Einer schreibt sogar, Bro, du hättest draußen bleiben sollen. Ja, Mann! Ich glaube, ich kann das nicht spielen, weil ich euch bestimmt mies erschrecke, wenn ich die ganze Zeit schreie, oder? Ich gehe wieder in diesen Raum und ich bleib mal noch da. Nee, es ist halt, weil das Gebäude ist renovierungsbedürftig, das haben wir jetzt schon geklärt. Und tatsächlich fallen hier auch manchmal die Sachen um, weil es halt sehr windet hier drin. Also es ist sehr windig, macht euch keine Sorgen. Also ich merke gerade schon, manche Leute haben auch ein bisschen Angst. Und deswegen alles entspannt. Also es ist tatsächlich ausschließlich, weil es, also wir sind, ich erzähle euch die Story. Die gruselige Musik hat gar nichts zu bedeuten. Ich erzähle euch die Story ganz kurz von diesem Spiel, Cold Fusion. Heißt übersetzt sowas wie, kalte renovierungsbedürftiges wir sind auf jeden Fall sind wir Innenarchitekt, wir sind hierher beauftragt worden, um das Gebäude zu renovieren, nicht um die Leichen zu untersuchen oder so. Ich möchte da nicht lang. So, und ich kann genau, ich benutze jetzt mal die F-Taste. Scheiße. Ach, da bist du. Ich hab mich schon gewundert, weil du eben drüben langgezogen bist. Ach Gott, da oben hattest du dich versteckt. Alles klar, dann haben wir das ja auch geklärt. Okay, nice. Okay, wir gehen erstmal nach rechts. Wir arbeiten uns von rechts nach links. Und die Leiche ist da oben rausgefallen, aber es ist kein Grund zur Sorge. Also es ist, ich kenne das bei mir selbst aus der Wohnung. Also ich laufe hier manchmal rum und plötzlich von oben fallen irgendwelche Leichen runter. So, das ist normal. Also da muss man sich jetzt nicht Gedanken machen eigentlich. Ich kann nicht mehr! Die Glühbirnen sind auch kaputt! Wenn jemand ein Best-of aus diesem Stream hier schon machen könnte, wäre das schon perfekt, dann wäre ich sehr glücklich. Habt ihr dieses Geräusch gerade gehört? Nur aus Interesse, habt ihr das gerade gehört? Könnt ihr mir nur kurz sagen, ob ihr das gerade gehört habt? Ich glaube, ich kann da nicht reingehen, wenn dieses... Also... Ah! Ah! Digga, hör doch auf zu schreien, weil das so ein scheiß Tisch, der sich bewegt hat. Ich werde heute Abend so hart nicht schlafen können. Ich gucke nicht nach links. Ich werde nicht nach links gucken. Ich gehe nicht nach links. Das ist auch zu dunkel da. Ich gucke mir jetzt erstmal kurz an, was auf dieser Tafel steht. So, das ist nämlich was, womit ich mich auskenne. Verstehe ich alles. Das ergibt. Hier ist ein kleiner Rechtschreibfehler. Beziehungsweise ist das ein. Genau, hier ist ein Übertragungsfehler. Das ist nicht ganz korrekt, aber der Rest stimmt natürlich. Ihr findet's lustig. Ihr findet es vielleicht lustig, weil ihr nicht hier dran seid direkt und ihr seid auch nicht gleich allein in der Wohnung. Oder seid ihr gerade allein? Ist jemand von euch allein zufällig zu Hause und hat dann später auch Angst? Mach mal wieder die Rückwärtslauftaktik. Die geht hier nicht auf, okay.
Wir sind am Arsch, Leute. Angst vor einem Messer, einfach rückwärts laufen, man kennt ihn, ja, ja. Mein Onkel fragt mich, was ich wieder so machen möchte. Ich so, hau ab, ich gucke einen Livestream von Jonas. Korrekt, das ist die einzige richtige Antwort, die man eigentlich seinem Onkel auf so eine Frage geben kann. Gerade um diese Uhrzeit, 0:43 Uhr, da kann man auch mal dem Onkel einfach mal eine reinhauen, so. Also, wenn er frech wird und nicht will, dass du den Livestream guckst, dann ist es schon, ist schon das Richtige dann. Und dann natürlich viele Grüße an deinen Onkel und der kann gerne mitgucken. Okay, fuck, Leute. Ist es wirklich gruselig hier gerade. Ja, der Onkel. Ich hab nicht geschrien! Oh mein Gott, ich hab nicht geschrien! Es sieht aus wie ein fucking gruseliges Alien aus sonst wo, aber ich hab nicht geschrien. Und wie ich das langsam kickt das Adrenalin, Alter. Ich laufe da jetzt hinterher. Ja, oder doch nicht. Ich laufe in die Richtung. Aber ich schreie immerhin nicht mehr. Ich hab mich im Griff, Leute. Ich hab mich richtig im Griff. Oh. 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 Ja, ich komm da rein. Möchte ich da rein? Nein. Sollte ich da rein? Auch nicht. Dann werde ich da reingehen, auf jeden Fall. Okay, es ist hier, also ich als Innenarchitekt kann ja sagen, es ist mal wieder sehr chaotisch. Das kann man auch nur als Innenarchitekt sehen. Es ist sehr chaotisch, die Einrichtung ist aber typische IKEA-Einrichtung. Also genau solche Spinde gibt es auch bei IKEA. Da hinten, das sieht ungefähr aus wie mein Streaming-Setup. Was? Nein! Nein! Ach so. Oh Gott, ich dachte, ich werde zerquetscht. Ah! Ja! Ich komme nicht mehr raus. Hallo. Jetzt werden wir auch sterben. Das ist sehr gut, wenn ich die Bestätigung auch bekomme. Warum? Was ist denn? Oh mein Gott! Werden wir gerade gefressen? Sind wir gerade gefressen worden? Leute, habt ihr es mitbekommen, dass wir gefressen wurden? Ja, nice, Alter. Okay, offensichtlich bin ich gestorben und ich weiß nicht warum, aber ich habe auch keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Wir schauen uns jetzt mal, ich gehe mal ganz kurz in den Moderationsmodus zurück. Wir schauen uns gerade mal ganz kurz.